Hallo und herzlich willkommen bei der Fortsetzung mit unserem Jazz-Klassiker I Got Rhythm von George Gershwin. Wir starten gleich mit dem rhythmisch-musikalischen Warm-up. Und der Schritt, der dazu gehört, ist ganz einfach. Der rechte Fuß geht vorwärts, dann der linke am Platz, dann rechts rück und links wieder am Platz. Der rechte geht sozusagen um den linken herum, der linke ist immer am Platz. Ja? Und den Rhythmus kann ich euch auch gleich unterjubeln. Der wäre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh. Ja, siehste, es klappt doch super. Können wir direkt weitermachen. Aus diesem neuen B-Teil nehmen wir jetzt gleich mal die Unterstimme heraus. Die geht in ganz gleichmäßigen halben Noten vorwärts. Und das versuchen wir jetzt gleich mal mit Musik. One, two, three, four. Auf die Silbe du. Macht ihr mit mir mit? Noch ohne Bewegung. Zwei, drei, vier. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Kraft von eurer Zunge, dass die Töne ein bisschen mehr Attack haben. Viel besser. Wir nehmen die Füße dazu. One, two, three, four. Jetzt habt ihr schon einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, wie es später im Teil B aussehen wird. Wir erinnern uns jetzt aber noch einmal zurück an unser erstes Video und gehen gleich in Teil A. An diese Stelle im A-Teil schließt sich jetzt unmittelbar der B-Teil an. Von dem haben wir ja schon den ersten Teil im Warm-up gemacht. Die ersten vier Takte bringe ich euch jetzt auch nochmal und schließe gleich die zweite Hälfte, die letzten vier Takte dran. Es geht los. One, two, three, four. Du, du. Das wäre jetzt ganz toll, wenn wir das auch mit euch gleich probieren. Und wenn ihr wollt, nehmt ihr die Schritte gleich dazu. One, two, three, four. Das war schon richtig gut. Ich würde mir nur wünschen, dass die Töne noch ein bisschen mehr Power haben, ohne lauter zu sein. Versucht mal mit eurer Zunge etwas stärker gegen den Gaumen zu schlagen und damit einfach ein bisschen mehr Attack in den Ton zu bekommen. One, two, three, four. Auf diesen B-Teil setzen wir jetzt natürlich noch einen Text, der lautet folgendermaßen: Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. Und wir versuchen das gleich mal in die Melodie hinein zu integrieren. One, two, three, four. Old man trouble. Das war ja schon super, dann nehmen wir jetzt gleich die Schritte dazu. One, two, three, four. Old man trouble, I don't mind him.
Und das war jetzt der Schritt für die Nebenstimme. Jetzt fehlt noch der Schritt für die Hauptstimme. Die hast du alleine. Deswegen hast du auch einen Schritt alleine. Und das versuchen wir mal. Der Schritt macht einen rechten Kickball Change, nennt sich das. Also einen Kick und dann rück vor. Dann steht man trotzdem links drauf. Und hinten dran kommt, nicht drauf gehen und dann drauf gehen. Ja? Und das machen wir nochmal. Nochmal mit dem rechten, ja? Also rechts Kickball Change. Kickball Change. Nicht drauf, drauf. Genau, jetzt sind wir rechts drauf. Jetzt kommt mit dem linken genau dasselbe. Also so ein Kick in die Luft und rück vor. Und jetzt geht der links nicht drauf, links drauf. Ganz drauf, noch draufer. Ja, genau. Ja. Jetzt kommt rechts dasselbe nochmal. Also Kick, Ball, Change. Und jetzt, warte mal. Und zum Schluss noch ein Tusch und rück. Und dann haben wir das wie eben auch gehabt. Du, du, du. Ja. Das hättest du dann mit den beiden anderen gleich. Ja. Einmal alles zusammen. Machen wir direkt mit Musik. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Links. Direkt nochmal. Super. 1, 2, 3, 4. 1. Zweiter. Nummer 3. Und. Ja, jetzt brauchen wir das nur noch mit dem Text zusammenbringen. Und für diese neue Schrittfolge der Oberstimme im B-Teil gibt es natürlich auch eine Melodie. Und die geht so. 1, 2, 3, 4. Annika? Ja. Wir starten zusammen. 1, 2, 3, 4. Das war schon super. Da könnten wir eigentlich gleich ein paar Schritte drunter bauen. Mal direkt mit. 1, 2, 3, 4. Diesen B-Teil möchten wir zuerst einmal musikalisch zusammensetzen. Das heißt, Clara und Clara singen die Unterstimme und Annika und ich singen die Oberstimme. 1, 2, 3, 4. Und jetzt das Ganze mit Musik und Schritten zusammen. Ich mache bei dir die Schritte mit, ja? 1, 2, 3, 4. Und jetzt setzen wir alle Teile, die wir schon kennen, zusammen. Es kommt A1, dann A2, dann kommt der B-Teil, der auch ein bisschen anders klingt. Und wir enden wieder mit einer Wiederholung des A-Teils. Und das probieren wir jetzt.